Hey, schön, dass du da bist. Mein Name ist Luke und herzlich willkommen zu diesem Kanal. Ich spreche über das Thema Minimalismus und einen bewussten Lebensstil. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie der Minimalismus dir helfen kann, sehr weit verbreitete und vielleicht nicht so schöne Gewohnheiten dir abzugewöhnen, und freue mich sehr aufs Video. Ich würde sagen, lass uns anfangen. Let's go! Die erste Gewohnheit bezieht sich auf ein Phänomen, was eigentlich auf einen Großteil von uns Menschen zutrifft, und zwar, dass ein Großteil der Probleme, die wir Menschen, also du und ich, besitzen, zwischenmenschlich sind. Es gibt auch einige Ausnahmen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt krank bist, ist das so gesehen ein Problem, was nur du hast, also was, womit du selbst fertig werden musst. Aber ein Großteil der Probleme herrschen eben zwischen Mensch und Mensch. Ich gebe dir ein Beispiel. Und zwar, du siehst dieses Modell, das ist nicht von mir, sondern es ist von einem Philosophen, und es beschreibt, dass du einen Kreis hast, der grüne Kreis, das sind deine Aufgaben, und einen roten Kreis, und das sind meine Aufgaben. Andersrum, der grüne Kreis sind meine Aufgaben, der rote sind deine Aufgaben. Und wenn diese Kreise sich eben überschneiden, dann gibt es hier in der Mitte so eine Überschneidung. Und das ist in der Regel der Punkt, wo es crasht. Also der Punkt, wo ein Großteil der Probleme von dir und mir sehr wahrscheinlich entstehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der sich sehr viel Gedanken darüber macht, was andere über ihn denken, dann ist deine Aufgabe in der Regel einfach eine nette, freundliche und höfliche Person zu sein. Meine Aufgabe ist es allerdings, mir ein Urteil im Sinne, ne? Also meine Aufgabe ist es, irgendwas über dich zu denken. Oh, den finde ich nett, den finde ich nicht nett, die finde ich nett, die finde ich nicht nett. Das Problem ist aber, dass Menschen, die sich halt sehr viel Gedanken darum machen, was andere über sie denken, halt sehr viel Probleme haben, weil letztendlich liegt das gar nicht in deinem Aufgabenbereich, was ich über dich denke, und das kann auch gar nicht in deinem Aufgabenbereich liegen. Anderes Beispiel von mir, ich mache halt diese YouTube-Videos, und meine Aufgabe ist es, gute Videos zu machen, die dir einen Mehrwert bieten. Deine Aufgabe ist es, dieses Video auch zu schauen. Wenn ich mir aber Gedanken darüber mache, oh, klicken die jetzt oder klicken die nicht, dann werde ich ja wahnsinnig, weil das gar nicht in meinem Aufgabenbereich liegt. Ich gebe dir noch ein Beispiel, das ist wahrscheinlich sogar noch greifbarer. Und zwar, stell dir vor, wir sind in einer Partnerschaft und du gehst abends feiern. Und ich mache dir richtig die Hölle heiß und sage so, boah, weh, du gehst mir fremd, und wenn du mit irgendjemandem anderen bist, und dann fühlst du dich in deinem Aufgabenbereich, in dem Fall mir treu zu sein, verletzt. Und dann haben wir hier genau diese Schnittstelle, wo es eben den Crash gibt. Denn meine Aufgabe ist es, für dich ein guter Freund zu sein. Deine Aufgabe ist es, mir halt nicht fremd zu gehen, treu zu sein, wie auch immer. Und ich persönlich habe halt durch den Minimalismus mega gelernt, bei mir zu bleiben, in meinem Aufgabenbereich zu bleiben und so wenig wie möglich versuchen, in andere Aufgabenbereiche von anderen Menschen zu gehen. Und das hilft mir halt mega in vielen, vielen Problemen, weil ich in der Regel einfach nur versuche, von mir aus die Sache so steuern zu können, inwieweit ich sie steuern kann. Und alles, was nicht in meinem Bereich liegt, ist eben ganz raus. Anderes Beispiel, wenn die Eltern zum Beispiel zum Kind sagen, räum dein Zimmer auf, ist das der Bereich der Eltern und das ist der Bereich des Kindes, das Zimmer wirklich aufzuräumen. Wann und wie liegt am Kind. Wenn die Eltern dann aber 10 Minuten später reinkommen und sagen, ey, du hast ja immer nicht aufgeräumt, und das Kind sagt, ja, mache ich noch, dann gibt es den Crash. Ich denke, du weißt, was ich meine. Ein ganz, ganz spannendes Modell, finde ich, hilft mir sehr, sehr weiter. Kann ich nur jedem empfehlen, sich da mehr mit zu befassen. Ein zweiter Punkt ist, und zwar, einige von euch hatten mich ja schon öfter gefragt, ob ich nicht mal ein Video darüber machen kann, wie man Gewohnheiten aufbaut. Kann ich auch sehr, sehr gerne machen. Ich habe aber allerdings vorher noch ein paar Empfehlungen, und zwar zum einen das Buch The One Thing. Das hat mir sogar jemand von euch empfohlen. Dann auch sehr schön, um Gewohnheiten aufzubauen, Atomic Habits. Und für all die, die sozusagen direkt anfangen möchten, ohne jetzt etwas zu lesen, die App Fabulous. Fabulous ist so eine Art, man kann sagen, Gewohnheitsbildungs-App. Und zwar, ich gebe dir mal ein Beispiel, wie ich die jetzt persönlich nutze. Ich habe jetzt hier ein Morgenritual. Das habe ich jetzt in dem Fall heute schon gemacht. Da habe ich jetzt drei Gewohnheiten, die ich jeden Morgen aufbauen möchte. In dem Fall jetzt Vitamine zu nehmen, also mein Algenöl, Vitamin B12, D3, meditieren und Apfelessig mit Wasser trinken. Und bei Fabulous ist halt das Coole, dass du auf eine sehr, wie ich persönlich finde, ansprechende und spielerische Art deine Gewohnheiten etablieren kannst. Weil bei Gewohnheiten ist es ja in der Regel so, egal ob du sie abgewöhnen oder angewöhnen möchtest, dass wir eine selektive Disziplin brauchen. Das heißt, du brauchst keine Disziplin für immer, sondern nur eine Disziplin für einen bestimmten Zeitraum. Ich gebe dir ein Beispiel. Damals, als du, weiß ich nicht, wie alt warst, musstest du wahrscheinlich immer daran erinnert werden, die Zähne zu putzen, und fand es nervig,
Und irgendwann hast du so oft gemacht, also diese selektive Disziplin aufgebaut, dass die Gewohnheit eine Automatisierung wurde und du jetzt kann ich mir darüber nachdenken, Zähne zu putzen und diese 5 Minuten abends Zähne putzen ganz normal drin sind. Und dafür ist Fabulous mega. Ich habe zum Beispiel als Nachtroutine Rückenschlaf, dass ich eben auf dem Rücken immer schlafe, kann ich auch mal gerne ein Video zu machen. Als Nachmittagsritual habe ich jetzt in dem Fall die Liebschau- und Prachtübungen, dass ich die immer mache. Und ja, du hast hier zwei Programme. Du hast einmal wirklich so einen Gewohnheitstracker. Das heißt also, du kannst aus 100 verschiedenen Gewohnheiten auswählen oder auch deine eigenen Gewohnheiten erstellen, wie ich. Und kriegst dann immer eine Benachrichtigung. Oder aber du hast ein spezielles Programm, wo Fabulous dich dann so wirklich mit auf so eine Reise nimmt. Also dieses Jahr auch, das ist ja alles ja, irgendwie sehr spielerisch gemacht. Und du dann eben über mehrere Wochen ein ja, Ritual aufbaust. Also ich persönlich finde das cool, um seine Alltagsrituale aufzubauen, gerade auch in Bezug auf die selektive Disziplin. Ich habe dir die App hier unten verlinkt. Und ja, die ersten 100 Leute, die auf die App klicken, also sozusagen das Abo abschließen, bekommen 25% auf das Abo. So, an der Stelle vielen Dank auch für Fabulous, die bei diesem Video mitgewirkt hat. Der nächste Punkt ist oder sind schlechte Emotionen zu akzeptieren und schlechte in Anführungszeichen. Ich persönlich, ich frage mich immer, warum sehen wir eigentlich Wut und Genervtsein und Neid als etwas Schlechtes an und Freude und so weiter als etwas Positives an? Weil persönlich für mich sind alle Emotionen eigentlich gleich und alle Emotionen haben für mich halt auch eine gleiche Bedeutung. Ich gebe dir ein Beispiel. Freude ist für mich eigentlich nichts anderes als ein Filter, wenn es mir gut geht. Und wenn ich irgendwie fröhlich bin, dann nutze ich die Emotionen der Freude, um das Ganze nach außen zu tragen. Und Wut ist nichts anderes als ein Filter, wenn es mir zum Beispiel schlecht geht, meine, ja, was auch immer ich in mir habe, nach außen zu tragen, eben durch die Emotion Wut. Und ich persönlich, ich habe halt einfach gelernt, schlechte Emotionen auch zu akzeptieren, wenn es mir nicht gut geht, das zu akzeptieren. Ich persönlich muss jetzt sagen, ich bin schon jemand, dem es überwiegend gut geht. Ich bin meistens fröhlich, aber auch ich habe manchmal nicht so fröhliche Tage. Und dadurch, dass ich das nicht so kannte, war das für mich immer sehr deep, wenn es mir mal einen Tag nicht schlecht geht. Ich habe dann immer gleich das ganze Leben angezweifelt. Und seitdem ich das besser akzeptieren kann, dass eigentlich alle Emotionen einen Sinn haben und alle Emotionen auch gleich sind, geht es mir deutlich besser. Ein anderer Punkt, der bezieht sich eigentlich auch auf diesen Bereich, ist genervt sein. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du Auto fährst oder wenn du in der Supermarktschlange stehst und du bist so richtig genervt oder aggressiv. Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, warum gehen die Leute im Auto eigentlich so ab? Oder warum sind die Leute im Supermarkt immer so gestresst? Und in der Regel habe ich für mich herausgefunden, vor allem von der letzten Reise in Sri Lanka, weil ein Großteil der Menschen dort sehr, sehr gelassen war, dass genervt sein unglaublich viel mit dir zu tun hat. Also ich merke immer, wenn ich genervt bin und jemanden irgendwie anmache, dass das in den meisten Fällen nicht an der Person liegt. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn du jetzt im Straßenverkehr bist und jemand nimmt dir die Vorfahrt, also jetzt, außer natürlich, es passiert was Schlimmes, aber du stehst einfach da und jemand nimmt dir die Vorfahrt, hätte aber eigentlich warten müssen. Ich meine, come on, das ist eigentlich jetzt nicht wirklich ein großes Problem. Außer natürlich, es wäre was passiert, klar, oder wenn sich jetzt jemand in der Schlange vordrängelt und vor dich geht. Ich meine, so ne, auf der Makroebene gesehen, ich meine, okay, dann stehst du halt einen Platz weiter hinten. Und wenn du in einer guten Stimmung bist, stell dir vor, du bist im Urlaub, du bist gelassen, du bist fröhlich, dann jucken halt solche Sachen nicht. Und ich habe gelernt, dass wenn ich genervt bin, dass das immer in der Regel etwas über mich aussagt und viel, viel weniger, vielleicht sogar gar nichts über die andere Person. Und dadurch kann ich mit ganz, ganz vielen Alltagssituationen, wo ich häufig halt dann immer direkt in die Konfrontation gegangen bin, deutlich besser umgehen, weil ich ja entweder zufriedener bin oder dann den Auslöser bei mir suche und nicht bei dem anderen. Und der letzte Punkt, und ich denke, der ist wahrscheinlich gerade aktueller denn je, ist die Gewohnheit, Sorgen zu haben. Also ich denke, Sorgen sind etwas sehr, sehr Wichtiges. Sorgen sind ja auch in der Regel eigentlich ein Warnsignal, was wir alle irgendwie auch deuten sollten. Aber ich persönlich, ich finde, Sorgen sind ziemlich unnötig, wenn nichts danach folgt. Also einfach nur Sorgen zu haben, ist wahrscheinlich eins der unschönsten Dinge, die du haben kannst, weil Sorgen können einen auffressen. Und ich habe gemerkt, jetzt gerade in der letzten Zeit mit den ganzen Geschehnissen, die so auf der Welt passieren, dass Sorge sinnlos ist, solange ich keinen Plan habe. Also ich gebe dir ein Beispiel. In der Regel ist es halt einfach so, dass wenn du dich sorgst, bevor es nötig ist, dann sorgst du dich halt meistens mehr, als nötig ist. Und deswegen
brauchst du halt irgendwas, was nach der Sorge folgt. Wenn ich zum Beispiel die Sorge habe, für die Klausur nicht genug gelernt zu haben, dann mache ich mir einen Plan, wie ich, und schreibe diese Sorge auf. Das heißt also, wenn ich jetzt die Sorge habe, oh Mist, ich habe nicht genug gelernt, schreibe ich das auf, mache mir einen Plan, einen Lernplan und die Sorge verschwindet. Wenn ich jetzt die Sorge habe, hier in Deutschland ist in ein paar Wochen die Hölle heiß, wegen allem, was momentan passiert, dann mache ich mir einen Plan, okay, wo kann ich hingehen? Wenn ich Sorge vor Arbeitslosigkeit habe, mache ich mir einen Plan, okay, ich habe so und so viel Geld, kann so und so viele Monate ohne Einkommen leben, kann mir dann einen neuen Job suchen und die Sorge wird weniger. Das heißt also, wenn du Sorgen hast, kann ich es dir wirklich nur empfehlen, die Sorge niederzuschreiben, so esoterisch es klingt, und dir dann einen Plan zu machen, wie du mit dieser Sorge im Fall des Falles umgehen kannst. Und glaub mir, das wird dir mit Sicherheit sehr, sehr helfen, bei was auch immer es ist. Und ich persönlich habe halt durch den Minimalismus einfach gemerkt, dass weniger Sorgen, dass Sorgen, oh, Wahnsinn, jetzt bin ich hier komplett raus, aber du weißt, was ich meine, dass Sorgen einfach immer einen Plan haben sollten. Und das ist eigentlich die Message, die ich damit sagen wollte. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn das Ende jetzt etwas holprig war. Ich hoffe trotzdem, du konntest das irgendwie greifend verstehen, was ich sagen wollte. Und ich bedanke mich sehr, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Mach's gut, genieß deine Woche bei dem wunderschönen Wetter und bis dahin, Luke. I promise you, promise I'm better.